Was war das Schönste, das du erlebt hast während der Revolution? Ich glaube, das, was ich am meisten bewundert habe, war die Sorgen, die sich die Menschen um ihre Mitmenschen gemacht haben. Also sie haben sich um jeden gekümmert, also wenn sie ihn wussten oder auch nicht. Ja. Was wünschst du dir für Ägypten in Zukunft? Ich wünsche mir für Ägypten, dass die Demokratie wirklich verwirklicht wird und dass jede Stimme von dem Volk gehört wird. Was war das Schlimmste, was du erlebt hast während der Revolution? إيه أوحش حاجة اختبرتيها في الثورة؟ Am Freitag, die Schläge haben die Leute geschlagen und gestohlen und es war eine Katastrophe. Es tut uns sehr leid, die Märtyrer, die gestorben sind. Das musste nicht passieren. Was war das Schönste während der Revolution für euch? Die Revolution hat unser nationales Stolz und Gefühl so aufgeweckt. Wir sind jetzt alle so eine Hand und alle Ägypten. Ja. Was wünschst du dir für Ägypten in Zukunft? Also natürlich eine bessere Zukunft. Und ich hoffe, alles wird so besser. Also ein bisschen Ausbildung, Leute werden mehr denken, arbeiten und das Beste für Ägypten tun, nicht über sich denken. Ja. Was war das Schönste während der Revolution für dich? Das Schönste war, als die Leute, wie ihr Verhalten verändert wurde, dass sie nicht so hektisch waren, zusammengearbeitet haben, die Straßen sauber machten. Das war wirklich ein. Was wünschst du dir für Ägypten in Zukunft? Ich wünsche, dass das Verhalten der Leute so wie immer, so wie jetzt immer bleibt und besser wird. Und dass alle eine gute Bildung bekommen und das ist eine Demokratie und dass jeder sein Recht hat. Was war das Schlimmste, was du erlebt hast während der Revolution? Also ich persönlich habe nichts während der Revolution erlebt, weil ich nicht daran teilgenommen habe, obwohl ich das eigentlich sehr wollte. Aber also das, was mich am meisten beängstigt hat, war die Tatsache, dass die Polizei nicht mehr da war und dass die Menschen sich selbst bewachen sollten. Und da waren alle Männer unten auf der Straße und haben die Leute und die Geschäfte und die Häuser bewacht. Und meine Eltern und mein Bruder und die Familie, die waren alle dort und ich hatte Angst, dass irgendetwas denen passieren wird. Und
Das Schlimmste ist ja, dass man einfach denkt, dass man alleine ist oder dass man nicht beschützt ist oder dass irgendetwas irgendwann mal Schlimmes passieren wird. Etwas, was mich auch sehr geärgert hat, war, wie die Polizei mit den Menschen, mit den Leuten, Demonstranten umgegangen ist. Diese Gewalt, das war einfach, das hat mich erschrocken und es war eigentlich sehr schlimm, aber also jetzt ist es endlich vorbei und wir freuen uns alle sehr. Ja. Was war das Schönste während der Revolution für dich? Also mir hat es sehr gefallen, dass die Leute alle mitgemacht haben, Leute in Kairo, Leute in ganz Ägypten, auch in der ganzen Welt. Alle haben mit demonstriert und hatten dasselbe Ziel. Sie wollten, dass Mubarak weggeht und die ganze Regierung also neu gemacht wird. Und dass die, wie Marion gesagt hat, dass die Leute, dass die Männer von den Familien die Häuser und Familien geschützt haben. Und dass sie auch also dass wir unser Ziel erreicht haben, dass wir endlich eine erfolgreiche Revolution gemacht haben. في جسمي نار ورصاص وحديد
علمك في ايدي واسمي شهيد بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولبسة جديد لآخر نفس فيا بنادي بموت وأنا بحب بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي طير ملايكة حواليا طير لحظة فراقك يا حبيبتي غير طير ملايكة حواليا طير لحظة فراقك يا حبيبتي غير همشي معاهم وهسيبك واشوف يا مصر وشك بخير قالوا